Hallihallo und herzlich willkommen zu Mighty Max. Ich dachte mir so, ich will das mal spielen. Das war eigentlich schon die Kernaussage dazu. Und das werden wir jetzt machen. Und, lass mich spoilern, wir legen einfach mal direkt los. Und los geht's. Kein langes Geschwafel. Warte, ich setze mich mal ein bisschen anders hin. So, zack. Okay, das ist ja das Bild ein bisschen, gerade. Yay. Ocean. Und Spiel hat jetzt schon einen Stein bei mir im Brett. Okay, Soundeffekte passt, passt. Tune-Test. Ah, cool, man kann. Ui, nicht schlecht. Ach, okay, Start. Ja, warum nicht? Ja, mit Start geht alles. Easy. So, wir spielen natürlich mit Mighty Max. Level auch so? Ach, ist ein Portal. Okay, gut, gut, gut. Ui, der ist aber schnell. Ja, ist okay. Ist wichtig. Kann ich weiter? Rausfinden, was alles geht. Oh, ducken kann ich mich auch. Spring deine Höhe? Ne. Okay, gut. Kann ich mir links auf die Leiste? Ne. Oh, da zählt ein Set runter, oder? Oh. Oh. Ist er jetzt tot oder lebt er gleich hier? Ui, ui, ui. Er lebt gleich hier. Okay. Kann ich raufspringen? Kann ich ihn nehmen? Kann ich ihn umbringen? Ne. Oh, ich kann kriechen. Die Dinger kann ich einsammeln. Okay, gut, gut, gut. Was ist das denn? Freund? Feind? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, das ist ein dummes Spiel zu starten, ohne dass man irgendeine, ach du Jemine, Ahnung von hat. Aber scheinbar kann ich die nicht besiegen, sondern... Oh, okay, ich kann mal schieben. Das ist ja... Okay, jetzt bin ich tot. Okay, ja, das wird wohl öfters passieren. Also dieses Sprungverhalten macht mich so ein bisschen kirre. Kann ich das irgendwie nicht aufnehmen? Das sieht wichtig aus. Nee. Nee, nee. Oh, ich habe meine Energieleiste gefunden. Gut, gut, gut. Zumindest wird es so nicht mehr. Oh, ein Ballon. Komm, der ist doch nicht ohne Grund da. Den. Also der Spring macht mich aber echt kirre. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich beim Ballon nichts machen kann. So verrückt. Also vor allem, wie schnell der springt. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Steinblock irgendwas bringt. Ist absolut auch nicht ersichtlich, wo ich hin muss. Wo ist der Pfeil da wichtig? Oh, nee, weil das ist ein Kumpel, oder? Das ist definitiv ein Kumpel. Kann ich zu wechseln? Nee, ne? Also ich glaube, als Kind wäre ich richtig überfordert. Das ist so nichtssagend aus, so quasi, als könnte man da hoch. Oh, da kann man auch hoch. Das doch mal. Also, hier kann ich nicht durch, aber hier kann ich durch. Alter. Und das sieht genauso aus wie das gleiche da links. Also, ich drücke jetzt ein paar Knöpfe, aber da ist es. Oh, das ist, kann ich einsammeln. Ich muss mir angewöhnen, egal wo ich runterspringe, schießen. Ach, guck mal, der macht einen Finisher.
Ist ja interessant. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Hebel? Nein. Oh, was ist das? Es ist verrückt. Aber der Pfeil zeigt mir wirklich an, ich muss nach rechts. So, immer weiter nach rechts. Ah, das ist doch nichts. Ich komme nach. Ach, warte mal. Okay. Und jetzt? Das war auch nicht Rätsels Lösung, oder? Also, ernsthaft. Eigentlich keinen Bock hier. Muss ich vielleicht eine Maschine zusammenbasteln? Also das wäre halt. Ich raff's nicht. Also springen mit kann ich nicht. Oder muss das da rein? Aber wie kriege ich denn das da rein? Was kann ich noch? Kann ich es irgendwie werfen? Das ist schon mal nicht. So kann ich sagen, aber es reicht doch nie bis da hinten rum. Warte, vielleicht ist ja das da ein Hebel. Oh, okay. Wenn ich drauf schieße, macht er was. Okay, was hat er gemacht? Ein verrücktes Spiel. Ich glaube, die Plattform hat sich bewegt. Ich darf auch nicht zu... Ah, okay. Bin ich jetzt wieder zurück? Oder? Nee, nee, ah, verstehe. Oh Gott. Also ich gehe jetzt hier hin, schieb, mach den Hebel ganz schnell zurück, springe ich hier hoch. Kriege ich den so nach oben? Nee, ne? Das ist doch nicht deren Ernst. Ich bin doch nicht so schnell da hinten. Guck, wie langsam der ist. Vielleicht so und jetzt? Nee, das klappt auch nicht. Der ist nicht schnell. Huh. Ach Mist. Das, ich glaube, das war ein guter Versuch, weil ich stelle es schon mal. Nee, das geht. Ich muss auf den Ballon erstmal. Ich verstehe gar nicht, dass das nicht so berühmt ist wie Super Mario. Und los, 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 lauf, 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 lauf. Ist das mies. Ich will mit. So komme ich. Komme ich da ohne hin? Ja, ich komme da ohne hin. Okay. Ich hab's gleich. Ja. Yay. Ich hab da eine ganz dolle Befürchtung. Muss ich das jetzt in diesen ganzen Level machen? Aber vorhin, wie komme ich wieder zurück? Noch eine Befürchtung. Hebel zurück. Warum bin ich jetzt gestorben? Es kann nicht deren Ernst sein.
Wahrscheinlich muss ich noch so alle Dinge einsammeln. Vorhin, wie viele Teile sind denn hier? Nee, oder? Also. Oh nein. Okay, gut, zumindest kann ich sie so vernichten. Zumindest töte ich mich nicht selbst. Das ist auch gut. Also wir sind ja mit kleinen Sachen zufrieden. Aber das hier, das ist echt mies. Vor allem bin ich ja mit Stunden mit dem Level noch nicht fertig. Hallo? Von den Stein muss ich da auch bewegen. Das erklärt sich mir nicht, weil hier ist ja überall ein Stein. Ich kann doch nicht jeden Stein da reinbuxieren. Wow, wow. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Vor allem selbst wenn ich hier oben bin, dann bin ich hier oben. Nein. Steht da oben irgendwas Zeit? Aber spielt denn hier oben scheitere ich doch. Kann ich das hier sein? Komm schon. Also ich... Okay, das ist noch so ein Problem. Aber es ist jetzt... Oh, der geht aber weiter oben. Es scheint echt das Ziel zu sein. Man springt nur einmal. Kann ich auch. Oh, gut, den hat gleich besiegt. Das ist gut. Ich will kurz was üben. Gut, okay, ich kann auch versuchen, so kleine Sprünge zu machen. Das ist schon mal gut. Ist das gut, dass der hier ist? Nee, nee. Also entweder bin ich schlecht in dem Spiel, also ist gut, ist, ich weiß noch nicht mal, wie nennt man das Genre von dem Ding hier. Das Gute ist, die Gegner respawnen nicht. Ich kann doch bestimmt, nee. Oh, warte mal, das sieht aus wie ein Wippe, oder? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich jetzt irgendwas anderes finden? Oder die helfen mir nur. Ich muss... Das wird es wahrscheinlich sein. Oh nein! Ich habe irgendwie sowas gehabt. Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde das Level hier abbrechen. Oh, das war ein guter Sprung.
Ja, nun schick. Ich kann nicht nach oben schießen, du Affen. Ach. Immerhin kommen die doch jetzt nicht mehr wieder. Also da bin ich mir fast sicher. Kann ich auch... Aber wo will ich denn damit hin? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jeden brauche. Das macht mal absolut keinen Sinn. Hier komme ich nicht nach oben. Das kann nicht Sinn des Spiels sein. Aber hier sind ja diese Dinger, also... Oh Gott. Kann ich die aufheben? Ah, okay. Ist das gut? Brauche ich das? Das hilft mir auf jeden Fall bei der Schräge weiter. Warum sagt das denn keiner? Okay, ich zwei Steine. Da ist eine Maschine, ne? Das sieht gut aus. Da muss ich hin. Ja, wie? Okay, aber wo werfe ich die jetzt hin? Ich weiß, da links war noch was, aber... Das probiere ich. Also der Spaß hat sich bei mir noch nicht eingestellt. Ah, guck mal. Okay. Nee. Das Gute ist, die gehen dann respawn nicht, wenn ich es jetzt einmal... Ja. Ich muss da irgendwie hin. Und jetzt Mighty Max. Ja. Bestimmt irgendwelche Steine hier. Das kann ich ja nicht selber machen, scheinbar. Also. Ne. Das ist ne. Ich brauche einen Spinestein, glaube ich. Den holen wir jetzt. Oh. Also super. Wie werfen wir den jetzt hoch? Wir werfen den mal nur nach rechts. Ui, super. Ist das jetzt super? Warte, ich kann ihn nach rechts werfen, ne? Zack, genau. Ha. Und jetzt gehe ich damit durch das Tor. Das kriege ich hin. Das habe ich schon mal geschafft. Nicht hier? War doch hier. Oh ja Gott. Der Moment, wenn man irgendwie das Gefühl hat, hier soll ich nicht sein. Okay. Zack. Oh ne, ich will ja mit. Ja, ich bin schon mit Stein hochgefahren. Wir werfen den mal nach rechts. Den lassen wir hier.
Wir machen das auf denselben Weg wie da. Aber gut, wir arbeiten dran. Ja, komm schon. Lass. Nein. Wir müssen warten, bis der wiederkommt. Und los geht's. Lauf. Nimm mich mit. Nein. Und nochmal, weil es mir so viel Spaß macht. Zack. Und lauf. Ich frage mich, wie viele Teile ich hier sammeln muss. Ich glaube jetzt noch eins. Mighty Max, ein ganzer Spaß für die Familie. Weil hier, das kriege ich hin. Also ich glaube, also wenn es das... Warte. Wenn das da oben die andere Variante wäre, würde ich diese hier bevorzugen. Das heißt, ich muss noch so ein Maschinenbauteil finden. Also scheinbar ein drittes, weil da links geht eine Zahl runter. Also 3 ist ja auch in Videospieljargon so üblich. Also. Aber die Musik ist okay. Der Rest, schwierig. Ich spiele lieber mit dem Plastik. So, okay, wo finde ich denn jetzt das andere Ding? Also die Dinger helfen mir ja bloß. Quasi, indem ich da irgendwie... Ja. Schieß mal sicher selber. Also hier ist es klar, so ein Ding. Guck schon. Lass dich werfen. Oh, was ist das da? Wirft erstmal einen Gegner rein. Gut. Das ist was Gutes. Das muss steigen. Ah. Oh, das Teil. Okay, gut. Es muss doch noch einen anderen Weg geben. Okay, jetzt bin ich hier unten. Jetzt habe ich keine Wahl. Wird das Spiel speichert oder gibt es Passwörter? Passwörter war gut. Ja, okay. Schupp. Ich krieg das hin. Hier vorgestellt. Okay, das ist ein Gegner, aber ist nicht so schlimm. Den kriege ich hin. Nee, ist nichts. Okay, gut. Mitnehmen. War wieder oben besser gewesen? Ah, schwierig. Wie laufen wir erstmal? Das war nicht gut. Oh Gott. Mighty Max, ein Spaß für dich. Ui, das war knapp. Nein, ich muss da, glaube ich. Zack, und mit. Und zack, und nach rechts. Komm schon. Sorry.
Achso, ich habe sowieso keine Wahl. Ich muss das machen. Nach oben kriege ich nicht. Nee. Ich will mir eigentlich die Gegend mal gucken. Also, hier kann ich runter und muss dann noch. Okay, gut, gut. Also einmal runter, ja, aber das war's dann. Dann muss er den da irgendwie raufschmeißen. So, genau. Damit ich den dann hier holen kann. Damit ich hier rüberwerfen kann. Aufheben. Und weiter geht's. Läuft doch wieder eins. Sind wir schon an dem Punkt? Nee, ne? Obwohl doch. Warte, verwirrt. Nee, ich muss irgendwas machen. Fahrstuhl? Nee, da muss was kommen. Da ist er. Will mit. Jetzt haben wir ein Herz. Das ist eine doofe Situation. Wo muss ich hin? Oh nein! Oh nein! Größerweise habe ich genug Leben. Also ich habe auf einfach gestellt, ne? Ha! Guter Junge! Wie komme ich jetzt da nach rechts? Die Zeit ist tatsächlich relativ gut, Mann. Achso, ja. Ich bin nicht mitgegangen. Mist. Was soll denn jetzt hin? Gut. Wir warten auf unseren Fahrstuhl. Und sonst so. Warte, in der Zeit kann ich was erzählen. Ich hab mir. Meine Schwester hat mir gesagt, Steven. Wartet. Meine Schwester hat mir gesagt, Steven, heute kommt Cars im Kino, im Fernsehen. Du magst doch Cars. Und ich dachte mir so, ja, mag ich auf jeden Fall. Cars 3. Und ich dachte mir so, warte, Steven. Du bist ja großer Cars-Fan. Ich habe mein Badezimmer so ein bisschen im Cars-Look gemacht. Sieht ein bisschen kindisch aus, aber ich find's gut. Jedenfalls, ich habe so eine Box mit Cars 1 und so ein Zusatzteil. Hab Cars 2 als 3D. Ja, ich habe noch einen 3D-Fernseher. Und ich habe mir mal geholt, Cars 3. Und dachte mir so, wow, cool, siehst du, brauchst du keine Werbung. Ja, Leerbox. Und ratet mal, welcher Depp sich nicht den Film vor 4 Jahren oder sowas abgeholt hat bei der Info. Das heißt, ich habe jetzt eine Hülle. Yay, das war clever, oder? Also, nur mal so nebenbei, bei Real oder sowas, hole ich ab und zu mal so Filme ohne Hüllen, wo ich mir immer denke, so, warum haben die so viele Version quasi ohne Höhen, ja, so weil so Deppen wie ich, die Spiele, die Filme nicht abholen. Guti. So viel dazu. So, warte, ich will ja mit. Zack, los, ab geht's. So viel dazu. Ich wollte es mal irgendjemand erzählen. Es ist halt echt dämlich, also ich kam mir richtig dumm heute vor. Also mehr als sonst. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Warte. Zack, flieg. Rein technisch müssen wir es dann geschafft haben, oder? Also, da bin ich mir so ziemlich sicher. Der Pfeil hat nach links angezeigt. Warum hat der nach links angezeigt? Das kann nicht richtig sein. Nee, das ist falsch. Mist, und ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Ich muss wieder zurück. Oh. Nein. Wieso? Warum? Kann ich den so betätigen? Nein, natürlich nicht. Ja, dumm. Das war dumm. Dumm, dumm, dumm. Okay, und zack, und hinterher. Aufnehmen. Ah, der Pfeil hat... Naja. Gut. Geben wir nicht den Pfeil die Schuld. Und rüberwerfen. Und zack. Wir hoffen, das Ding jetzt einfach mal nach links. Cool, dass es keinen Fallschaden gibt. So, das müssten wir jetzt eigentlich relativ gut hinkriegen. Mittlerweile bin ich da geübt. Zack. Springen. Nehmen. Werfen. Oh, guck mal, wie hinterher.
Obwohl, warte. Ey, Kopf geschossen. Ich hab's ja geschafft, oder? Ja! Ja, ich hab's geschafft! Okay, ich dachte jetzt gerade 0000000. Oh mein Gott! That's amazing! Unbelievable! Was für ein Scheißspiel! Get ready for the next stage. Ich bin mir nicht so sicher. Wenn das, bitte lass das jetzt irgendwie durch ein anderes Genre gehen oder sowas. Warte mal, was? Das ist dasselbe, nur in anders. Ich will das nicht. Nein. Die kommen auch so aus dem Nichts. Man hat ja keine Chance, sich jeden zu greifen und zu nehmen. Es ist einfach vorbei. Es ist ja nie eine Lösung, weil ich weiß ja nicht, ob ich hier nochmal vorbei muss. Scheiß Luftballon. Okay, mal Schienenteil Nummer 1. Vor allem, ich habe auch gefühlt bei jedem Gegner hier Schaden. Also... Das Gute ist... Naja, das Gute ist, es ist auch... Oh. Ich gehe jetzt mal vorher gucken, ob wir den hätte schon mal so. Ach, Kacke. Ich will mir das Level kurz mal angucken. Kann ich ja den Stern hier. Also so habe ich Mighty Max nicht gespielt damals in meiner Kindheit. Also die Spielzeugzeug. Ich wäre bei der gestorben. Der dämliche Vier. Der den mal ein bisschen mehr werfen können. Lass dich nehmen hier. So. Ah, okay. Ich muss mal was. Cool. Oh. Ey, das kannst du keiner erzählen. Ah, ja. Okay, Magnet geht an. Ich glaube, ich müsste jetzt hier alles quasi gekillt haben, was mir hier im Weg stehen würde. Verlaufen. Wo haben die Dinger jetzt? Nehmen. Ich gehe jetzt mal nach rechts mit dem Ding. Scheiß drauf. Hier ist schon mal ein Luftballon. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich zwei beieinander. Jetzt habe ich drei beieinander. Jetzt das vierte. Nee, warte, der Luftballon ist einfach bis ganz nach unten. Oh, verstehe. Warte. Thank you.
Oh, nein, 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 nein. Wo bist du? Okay, jetzt den hier nehmen. Warte mal kurz. Wenn ich den hier raufschleudere, bewegt er sich nach hier, muss ich ganz schnell hinterher, um den zu greifen. Und guck mal, ach, da oben ist das hier. Mann! Ich hasse euch! Halt still! So. Aber dann muss ich ja irgendwie mit den Kisten hier nach... Das kann ja nicht Sinn, dass... Irgendwo ist doch... Dahin ist doch der Magnet gewesen. Wie komme ich denn mit den Dingern hier nach oben? Und warum leben da noch so viele? Wo ist der Stopp hier? Okay, gut. Hier jetzt nicht lang. Wie gesagt, auf Laufband, das sehe ich ja ein, das kriege ich hin. Aber was mache ich hier oben? Ich bin verloren. Nein, du bist doch wohl. Oder kommt da dieser Magnet ins Spiel? Wo war denn der? Nee, also wirklich. Das muss noch eine andere Lösung geben. Oder ist das vielleicht das Portal, wo ich rauskam? Nee, ich glaube da... Junge! Alle sind tot, außer du. Ne, dann sind auch schon wieder welche. Nimm ihn, wirf ihn. So, zack. Jetzt alle. Verstehe ich nicht. Also die Steine machen ja nichts, außer dass ich die denn damit was machen kann. Ich habe nichts gesagt. Aber und wenn ich hier unten lang gehe, ist das vielleicht die Ritten? Nee, hier ist ja nichts. Ich muss oben lang, aber oben ist ja auch nichts. Macht das hier was? Nee, das macht nichts. Also ich soll definitiv hier landen, aber wenn ich hier bin, kann ich nicht hoch. Ich weiß, das habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Von der Kante weg. Oh, wo kommst du denn her? Okay, das ist klar, ein Magnet. Magnetisch. Ach. Okay. Ja, aber... Warte. Wofür ist denn das Ding? Das sind... Ja, continue, yes. Also einfach ist sehr einfach. Das muss man im Spiel schon mal lassen. Gut, also wir nehmen jetzt uns mal so einen Stein mit, werfen den nach links, gehen mit dem nach links und hier, glaube ich, ist ungefähr der Magnet. Nee, weiter. Oder? So, da ist der Magnet. Was habe ich gedacht? Warte, ich muss mir das mal kurz angucken. Es ist aber echt nicht einfach. Also ernsthaft. Also sagen wir mal, der Stein ist dann hier. Dann kann ich hier nach oben und kann ihn vielleicht hier hinwerfen. Aber muss ich erstmal...
Ah, okay, warte, ich nehme ihn mal weiter mit. Oh Gott, nee, jetzt muss ich irgendwie mit den ganzen Steinen hier durch. Es kann nicht hier. Was haben wir denn noch hier? Also hier kriege ich ihn nicht hoch. Das habe ich jetzt festgestellt. So. Hier kriege ich ihn zwar hoch. Ach, warte mal, reicht das vielleicht? Wenn ich jetzt ihn seitwärts werfe, das ist der Magnet an. Warte, ich guck mal. Also Magnet ist an. Kann ich das mit allen machen? Oh nein! Ballon war. Ja, da. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich weiß auch nicht, wofür das andere Ding dann sein soll. Oh Gott, Herr Gott, Steven. Nicht. Wahrscheinlich ist der Magnet da oben. Ich muss jetzt mal den Stein vermutlich einzeln holen. Muss ich nicht, muss ich rausfinden. Er hängt auf jeden Fall hier. Ah, gut, okay. Jetzt kann ich ausmachen. Das fällt da runter. Nehmen ihn. Kriege ich das? Das reicht es? Ach. Und das kann dann keiner sagen? Die Felder lassen die Steine wumsen. Was heißt ja das? Okay, dann will ich den anderen Stein mal woanders probieren. Nur einfach um für mich das Prinzip. Oh, das war echt gut. Okay, Google. Alles okay. So. Aber wir kriegen das hin. Ey. Hey. Ja, es läuft doch wie die Eins. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass jemand das Spiel Spaß macht auf einem hohen Schwierigkeitsgrad. Aber okay. Ich krieg ja nicht mal den Hebel hier betätigt. Alter. Verrückt. Ah, warte, warte. Das war hier. Zack. Ich sehe mich schon sterben durch diesen Klotz. So. Und den anderen, den probieren wir mal da rechts reinzuwerfen. Nein! Aber ist ja okay. Alles ist okay. Hier rechts ist zum Beispiel so ein Ding. Aber. Oh, damit kriegen wir es, glaube ich, ganz hoch. Genau, jetzt wird er hier runter. Das nehmen wir. Kann ich mit? Ne. Ah. Und jetzt haben wir das Level geschafft, oder? Ja. Uiuiuiui. Okay, gut, aber wir haben jetzt schon mal erkannt, was uns hilft. Das heißt wir, ne? Also, ja. Nein.
Ich will eine andere Welt. Erstmal den killen. Das heißt, ich kann so einen Gegner bestimmt auch so abschießen. Oh, kann ich den Gegner da anhängen? Nein. Oh, ach, das ist so eine scheiß Kugel hier wieder. Aber rein technisch, wie gesagt, also man müsste ja quasi wirklich direkt in das Level und dann alles vernichten. Was macht der Hebel? Ich will den Hebel betätigen. Geh mir außen. Oh, genau. Und häng ihn hier an. Eine gute Idee. Finde hier. Was noch so ein Ding? Achso, stimmt. Wir haben ja ihn hierbei. Er kann uns ja ein bisschen unterstützen. Wir werfen es mal nach links. Gucken mal, ob wir hier auch was haben. Also die große Hilfe ist das jetzt auch nicht. Oh, das ist noch ein Ding. Ja. Mach den kaputt. So. Okay, Leute, warte. Also. Reset? Bluebird. Hey, das ist wirklich die Firma? Okay, ist ja lizenziert von Bluebird wegen Mighty Max. Ich halte meine Klappe. Die Musik ist cool. Das muss man sagen. Die Musik ist fesch. Wir machen mal einen normalen Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen mal einen anderen. Und wir gehen mal in ein anderes Level. Vulkan-Level. Gucken, ob sich die Spielweise komplett ändert. Ich habe das Gefühl, nein. Ja, also das ist halt Mighty Max. Die mit Maschinenteil am äußersten Ende der Welt. Zack. Nach oben. Warte. Böses Vieh. Ist das Ding da so clever? Weil hier ist doch das Portal. Ist es nicht besser, wenn ich den hier danach habe? Eher eine dumme Entscheidung gewesen. Komme ich da irgendwie hoch? Das war doch eher eine dumme Entscheidung.
Das ist doch besser. So, zack. Was wäre denn da gewesen? Komme ich da irgendwie noch nach links? Okay, okay, ich habe keine Ahnung. Schnappi, nimm ihn doch mal. Okay, komme ich da irgendwie noch oben? Oh ja, wow, hätte ich nicht gedacht. Ey! Okay, sieht mal niedlich aus. Ein Magnet. Okay, gut. Nee, nee, ich breche ab. Also, es ist kein. Es ist so ein Mischung aus Action, Geschicklichkeits- und bring Ding nach A und beweg es von B nach C. Ich spiele, ich habe keine Ahnung. Ja. Das war Mighty Max. Ich mag die Plastikdinger lieber. Also wirklich mit weitem Abstand. Weitem Abstand. Ansonsten war es tatsächlich mal interessant. Ich wollte mir die Super Nintendo Version auch holen. Jetzt zweifle ich. Jetzt überlege ich. Nein, ich glaube, ich gucke mir mal die Bilder nochmal an, aber ich glaube, wenn es dasselbe Prinzip ist, dann nein. Dann macht es keinen Sinn. Nee. Aber es war interessant. Also die Musik ist gut. Vielleicht ist es sogar für einigen Leuten was. Für mich nicht. Also absolut nicht. Also ich kann so ein Spiel... Nee. Steuerungstechnisch... Boah, nee, es ist, nee, ich will es auch nicht bewerten, weil es ist halt ein älteres Spiel. Klar, es gab auch schon damals Spiele, die sich besser gesteuert haben. Also sollte man es eigentlich schon bewerten, als es steuert sich scheiße. Also es funktioniert, ist natürlich eine Übung. Ne? Man sieht es ja auch, am Anfang wusste ich noch nicht mal, was ich machen musste. Ne? Also mit der Anleitung wäre es wahrscheinlich noch besser. Schwierig. Ich will das Spiel jetzt nicht grundlos haten. Also, wie sagt man so, wen das jetzt interessiert hat, für den ist es natürlich was. Es ist jetzt auch nicht sau teuer. Es ist billiger als jedes In-App-Spiel, ne, mit In-App-Käufe, wo man sich Zeit abkauft. Ne? Also, ich kenne Kollegen, die spielen halt so Klimperspiele oder Ausmalspiele. Die haben bestimmt auch ihren Reiz. Aber die geben da viel mehr Geld aus, als das Spiel kostet. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt sagt, das ist das einzige Spiel, was ich jetzt diesen Monat spiele und zieht das einfach mal durch, muss es ja irgendwann Spaß machen. Also man muss es ja wollen. Ich meine, damals in unserer Kindheit, ich bin ja auch ein bisschen älter, haben wir uns Spiele geholt oder geschenkt bekommen und die mussten wir spielen, weil du hattest nichts anderes. Ne? Also du hast auch Spiele, das nicht gehatet, weil du kanntest ja nicht so viel. Ne? Also in dem Moment war es einfach so. Wenn man die Serie dazu guckt, ach, schwierig. Wie gesagt, ich will es nicht haten. Ja. Ist interessant. Für mich nichts. Ja. Nee, für mich nichts. Dann will ich, was kann ich noch mal sagen, kurz zum Schluss. Ich hatte kurz überlegt, tschüss, DVD, Blu-ray. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mal Chips esse, so völlig unprofessionell, so ramsch, ramsch. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, das kannst du nicht machen. Und dann hatte ich noch eine viel lustige Idee. Warte, oh Gott, ich darf es nicht in die Kamera halten. So richtig professioneller YouTuber technisch, ne? So, warte. Also, alle, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Bin mal zurück. Hallo, wie geht's euch so? Die haben mir letztens mein Leben gerettet. Ich hatte nichts in meiner Wohnung, was irgendwie süß oder sowas ist. Ich hatte wirklich nichts. Nicht mal ein Nutella-Glas, was ich löffeln konnte. Und irgendwo habe ich dann die gefunden. Also, die sind auch gut. Also, hoffe ich. Ja, bestimmt. Und ja. Yay, Knister Kaumi. Ja. ASMR. Es ist das Geräusch, als würde... Mach die Augen zu, als würde ein Spiegelei braten. Na gut, okay. Oder eine Menge jubelt euch zu. Oder was? Na, keine Ahnung. Okay, gut. Eklig, oder? Ich gehe mal schnell. Macht's gut. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Esst Dinge, die ihr irgendwo bei euch in der Wohnung gefunden habt. Yay. Und jetzt habe ich zu viel Kaugummi im Mund. Mal gucken, was das nächste Video ist. Sorry dafür. Ich werde es ganz spät hochladen. Das sehe ich schon kommen. Ich habe es Sonntag aufgenommen und Sonntag geht's raus. Und es ist jetzt... 20.12 Uhr. Mal gucken, wann ich es fertig kriege. Ich übe schneller zu sein.
Das eine Video mit dem Stangenspiel hat halt etlich viel Zeit gedauert. Das hat fast die ganze Woche gedauert. Ja, aber es hat mega Spaß gemacht und es war was Einzigartiges. Deswegen hat's, ja. Deswegen mal gucken. Das ist das Sonntagsvideo. Ich krieg's bestimmt noch sonntags raus. Auch wenn es ganz spät ist, ich will ja Freitag, Sonntag, Sonntag ein Video rausschicken. Und ich ziehe das durch. Ich mache mir den Druck quasi, um besser zu werden. Ohne Druck werde ich nicht besser. Deswegen mit Druck. Yay. So lerne ich am meisten. Also, ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag und Mighty Max. Ist okay. Musik ist gut. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.